Für den DAX sieht es noch immer sehr gut aus. Tatsächlich, der Markt steigt und steigt und steigt. Auch heute erstmal nach oben gegappt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir sehen das hier im Chart nochmal, dass wir hier einen Aufwärtsschub hatten. Allerdings jetzt insgesamt am heutigen Tage ist es noch nicht so 100% überzeugend. Im Gegenteil, haben wir so ein bisschen noch die Chance, dass der Kurs ein wenig weiter nach unten kommt. Denn was wir zum Schluss jetzt hier von den Zwischentiefs hier als Aufwärtsbewegung hatten, das ist alles andere als überzeugend. Warum? Weil wir hier die Gegenrichtung doch sehr überschneidend haben. Und das ist eigentlich etwas, was man nicht so gerne hat. Kursüberschneidung ist eigentlich in Trendrichtung untypisch und nicht so gerne gesehen, darf zwischendurch mal vorkommen. Das ist durchaus mal denkbar, aber je häufiger es vorkommt, desto eher muss man sich fragen, sag mal, wollt ihr wirklich oder wollt ihr eigentlich gar nicht? Könnt ihr nicht mehr? Wir sehen es hier im Stundenchart beispielsweise, da hatten wir ja auch Rücksetzer, da gab es dann auch teilweise mal auf unterschiedlichen Größenebenen dann mal kleine Überschneidungen. Aber insgesamt kann man sagen, dass Rücksetzer und Schübe und Rücksetzer und Schübe doch immer wieder neues Preisterrain erreichen und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Insgesamt also noch immer bullisch das Ganze, aber ich hatte das ja schon öfter mal erwähnt, wir müssen damit rechnen, dass das jetzt so langsam zur Ermüdung kommt. Wer Zahlen gerne mag hier im Chart, so wie ich das ungefähr anzeichne, der sieht schon, bei 5 ist eigentlich eher mal ein Rücksetzer wieder gefragt, ob das so ein kleiner dann ist oder ob das was Größeres ist, mal dahingestellt. Aber ein Rücksetzer wäre durchaus nicht untypisch und auch nicht unverträglich für den Markt. Das dürfte die Bullen noch nicht wirklich erschrecken. Selbst wenn der Markt, gehen wir mal ruhig auf das übergeordnete Bild hier im Tageschart, selbst wenn der Markt dann mal in die Zone 50 bis 61 hier wieder runterfiele, also idealerweise möglichst korrektiv, mehrwellig, ABC, alles erlaubt, aber irgendwie wackelig mit Überschneidungen hier runter, das wäre nicht Drama. Im Gegenteil, das ist genau das Gleiche, was wir hier hatten. Das ist das Gleiche, was wir hier hatten auf der jeweils kleineren Zeitebene. Auch dort hatten wir, wenn man genau hinguckt, immer wieder, können Sie mal so ansatzweise hier messen, einen Rücksetzer 50%. Also nichts Außergewöhnliches. Messen wir mal hier den nächsten Rücksetzer hier vom Hoch oder von welchen Rücksetzer 50%. Das muss jetzt nicht exakt an der 50er drehen. Das ist auch ein bisschen Zufall, dass es exakt da ist. Aber diese Zone ist ein Klassiker, dass der Markt gerne seine Rücksetzer in etwa in diese Größenordnung macht, um sie zu komplettieren. Sprich, erste Bewegung wird komplett korrigiert. Das hier ist hier nehmen wir mal diese kleine jetzt hier, das ist keine komplette Korrektur dieser gesamten Bewegung. Deshalb geht der Kurs anschließend auch nur so ein bisschen noch weiter nach oben. Hier sind wir jetzt weiter nach oben gegangen, hätten eigentlich gute Voraussetzungen jetzt, dass der Kurs abermals einen Rücksetzer macht. Ob das jetzt direkt schon startet oder nicht, das ist noch nicht 100% klar. Aber wenn ich hier so drauf gucke, dass er langsam müde wird, dann hätten wir zumindest mal die Zeichen in diese Richtung. Vergleichen wir das mal mit Amerika. Der Dow Jones jetzt noch zu, das ist die Kasse, macht gleich auf. Aber da sehen wir, der ist ebenfalls noch nicht so der schnellsten Einer aktuell. Der macht noch so ein bisschen einen auf lahme Ente. Da wäre es jetzt noch die Frage, brechen wir hier dieses Zwischentief? Entschuldigung, das Zwischenhoch hier, wohlgemerkt, brechen wir da durch, ist das natürlich auf jeden Fall mal eine Überschneidung und dann auch nicht mehr der besten Bullen einer. Wenn der Kurs dann doch nochmal hier die Zwischenhochs dann hier reißt und da kann man vielleicht sogar gleich nochmal eine Stufe aggressiver gehen, das ist dann jedem selbst ein bisschen überlassen, ob er den etwas aggressiveren Einstieg, den ich durchaus akzeptabel finde, oder den etwas sehr weit wegliegenden Einstieg da nimmt, dass der Kurs dann von dort ausgehend nochmal ins nächste Hoch dort reinläuft. Also da haben wir so das eine oder andere Szenario, was uns hier da noch bevorsteht. Also noch nicht 100% klar, ob die 4 schon so halbwegs gesehen ist, ob die 4 jetzt da so passiert oder ob es nachher doch noch kippt. Wir hatten ja gestern eine oder vorgestern eine sehr starke Abwärtsbewegung beim Nasdaq. Und da habe ich schon so ein bisschen gemutmaßt, ja, wenn das wackelig hier hochkommt, dann haben wir die besten Chancen für Short. Richtig, die besten Chancen für Short, wenn er eben triggert. Das wäre immer das letzte Zwischentief. Oder wenn es weiter steigt, das letzte Zwischentief. Oder zur Not, auch wenn das schon sehr fortgeschritten ist, das letzte Zwischentief. Aber wir sehen schon, inzwischen hat der Kurs eben nicht eine einzige dieser Zwischentiefmarken hier getriggert. Das heißt, wir sind schon halbwegs wieder auf dem bullischen Pfad hier unterwegs. Über die Güte kann man sich noch ein bisschen streiten, weil die Rücksetzer ja hier teilweise zumindest mal überschneidend sind. Insofern,
Ja, kann man mal gucken. Aber wenn der Kurs, und das ist jetzt hier vielleicht der Hingucker für heute Nachmittag, das ist jetzt hier Nasdaq Future wohlgemerkt oder vergleichbar mit dem CFD, wenn der Kurs jetzt hier heute Nachmittag im Laufe der Zeit irgendwie so mal runterkommt. Wir sehen das hier so ein bisschen im Kleinen. Wenn er das auf der größeren Nummer macht, ist es auch schick. Dann haben wir eine gute Chance, dass der Kurs sich anschließend nochmal nach oben weiter vorsetzt, weil dann die Abwärtsseite ja deutlich schwächer ist als die Aufwärtsseite. Also, man kann immer eine Idee haben. Wie gesagt, gestern meine Idee war scharf abwärts, wackelig hoch. Trigger abwarten. Das ist obsolet. Inzwischen relativ steil hoch. Ich muss das Wort relativ dazu sagen, wieder wegen dieser halben Überschneidung hier. Wenn er nachher deutlich langsamer nochmal hier runter wackelt, ebenfalls wieder Longseite mit Trigger wäre ein wunderbarer Einstieg. So, also wir sehen, der Markt ist so ein bisschen an der Entscheidungsmarke. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie er damit umgeht. Vielleicht helfen ein bisschen die Zahlen. Heute gab es die EZB Zinsänderung, hätte ich fast schon gesagt. Naja, das war nicht zu erwarten und ist auch tatsächlich nichts passiert, was das angeht. Also das ist alles so geblieben. Insofern kein echter Impuls von der Seite. Heute Nachmittag gibt es nochmal die New Home Sales, also die Neuhausverkäufe. Ob dadurch der Markt richtig den Burner loslegt, weiß ich nicht. Das wird zwar häufig auf vielen Webseiten auch mit einer Wichtigkeitsmarke betitelt. Es hat sicherlich einen gewissen Einfluss. Aber ob das der Burner ist für heute Nachmittag und der Tritt in den Hintern endlich loszulegen, das bleibt tatsächlich abzuwarten. Aber 16 Uhr kann man ja mal auf die Uhr, beziehungsweise noch wichtiger, auf den Chart schauen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für heute alles Gute. Drückt Ihnen die Daumen, dass Sie auf der richtigen Seite dabei sind. Wir sehen uns morgen wieder.